Hallöchen, hier ist der Björn vom LSMPD und wir sind immer noch dabei, in Prince of Persia hier tolle Schachtelrätsel zu machen. Okay, ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. So. Und... So, jetzt haben wir von unten rechts nach oben sozusagen, nach oben links, und dann biegen wir links ab. Das will ich eigentlich mal beibehalten. So, jetzt haben wir nämlich... die Frage ist, funktioniert das? So wie ich mir das gerade vorstelle? So, unten links, oben links haben wir jetzt eigentlich das perfekt, um das da einzufüllen. Das heißt, wir müssten ja eigentlich den hier, um den links von uns in die richtige Richtung zu... Ah, warte mal. So ist unten jetzt alles richtig. Also auf der untersten Plattform. Jetzt müssen wir das nur noch oben rum hinkriegen. Okay. Wie machen wir das? Ja, warte mal. Eigentlich könnten wir doch jetzt hier einfach nur mal so und dann... Ja, hallöchen. Ich habe nie behauptet, ihr wäret dumm. Habt auch nie was anderes gesagt. Ich kann mehr als nur prügeln. Ja, da hätte ich jetzt auch gesagt. Frage ist, wie kommen wir da jetzt hin? Wir können das Gebiet erreichen. Da wäre ich auch allein drauf gekommen. Ja, sagst du so. Frage ist bloß, wie kommen wir da hin? Jetzt müssen wir diese Platten benutzen, wie? So geht's nach oben. Können wir hier einfach reinspringen? Tatsache. Huch, so weit wollte ich gar nicht. Na gut, dann mal hoch. Na, das ging ja schnell. Ach du meine Güte. Au, sag mal. Au, sag mal. Elika, ich könnte jetzt deine Hilfe gebrauchen. Okay. Starker Körper, schwacher Geist. Au! Da ist sie ja. Aha. Oh, ist sie jetzt böse geworden? Ich glaube, meine Tastatur hat sich gerade abgeschaltet. Aber macht ja nichts. Ich spiele mit Controller. Au, sag mal. Was war das denn jetzt?
Die haut mich immer. So, jetzt aber mal ordentlich, bitte. Ich glaube, wir bewegen uns mal wieder ein bisschen in die Mitte. Ich schütze euch. So sieht das aus. Schützt euch. Ja, aber von der Mitte aus. Sehr schön. Na, komm schon. Aua. Huh. Was jetzt, Prinzessin? Halt sie auf zurück! Trete zur Seite. Komm schon, komm schon. Timing. Wir schaffen es. Die haut ein. Einfach mal hochgeworfen und schon verschwindet sie. Mir geht's gut, danke. Sicher, dass ihr Verschwinden nicht auch nur eine Illusion ist? Ich kann mich bewegen. Sie muss weg sein. Gut, heilen wir das Gebiet und dann nichts wie weg. Alles klar. Dann mal so schnell wie möglich. Und wieder ein paar Lichtböbel. Wart ihr früher oft hier? Ich kam immer mit meiner Mutter her. Oh ja? Ich glaube kaum, dass sie der jetzige Zustand erfreuen würde. Hier waren überall Quellen zur Bewässerung der Pflanzen. Bäume, Blumen, Kräuter, Gewürze. Dinge, die es sonst nirgends gab. Sie waren aus einer vergangenen Zeit oder einem anderen Ort. Hier passte sie auf die Kinder auf. Ja, mich nie wirklich fürs Garten interessiert, hm? Hey, es sind nur Pflanzen. Wir besorgen euch neue. Wenn ich Fahrer finde, bringen wir sie euch von überall her. Blumen, Bäume. Ihr seid eine Prinzessin. Ihr verdient es. Ja. Ihr könnt diese Garten wieder wachsen lassen. Ja. Aber ich glaube, das meinte sie so gar nicht. Ich glaube, jetzt können wir runter. Ja, bitte, gehen wir. Och Mann. So, erstmal einsammeln und dann vielleicht nochmal einen kleinen Schnack halten. Wie lange ist es her, dass... Wann ist eure Mutter gestorben? Vor 3 Jahren. Seitdem ist hier alles verkommen. Als sie starb, war es... Als hätte das Land jede Hoffnung verloren. Damals sind die Pflanzen, die Menschen, einfach alles irgendwie auch gestorben. Schade, dass die Heilung die Pflanzen nicht zurückgebracht hat. Als ich ein junges Mädchen war, gab es Fische in diesen Teichen. Sie sind tot, wie alles andere auch. Vielleicht hat mein Vater recht. Der Auftrag unseres Volkes ist Vergangenheit. Nein, nicht sowas sagen. So, wir müssen jetzt erstmal einen Weg nach unten finden.
Das könnte ein Weg nach unten sein. Wenn wir hier runterspringen, kommen wir mit den Platten wieder raus, oder? Illika? Ja. Ja, das ist unser Ausgang. Okay, dann nehmen wir den doch. So wollte ich natürlich springen. Nein! Huiuiuiui. Hier lang. Und rüber da. So, wo sind wir denn hier? Da sind wir. Wir gehen natürlich in die völlig falsche Richtung. Nee, eigentlich gehen wir in die völlig richtige Richtung. Wir haben ja eben in die falsche Richtung geguckt. Ja, Fragen über Fragen, ne? Tada! Oh, das wird ein bisschen knapp. Nee, doch nicht. Es ging alles gut. Okay. Wir nehmen mal diesen Weg hier. Und jetzt? Achso, ja, wir müssen erstmal ein neues Ziel auswählen. Welcher ist der beste Weg? Na, Gott sei Dank. Dann sind wir ja schon mal direkt an der richtigen Quelle. Aber ich habe Lichtböbel gesehen. Noch einer. Ja, da ist auch noch einer. So. Der hat ja hier auch nichts verloren, wenn wir hier gerade Böbel einsammeln. Und jetzt machen wir mal hier weiter. Hier wird es wieder dunkel, das heißt, hier hat die Konkubine immer noch das Sagen. Okay. Oh, das ging aber im letzten Moment. Sie kommt da immer durch. Guck mal hier, hier ist die Tür. Sieht gut aus. Bereit für einen Hinterhalt? Wäre alles in Ordnung? Ja, wenn wir den Sprung auf die Platte schaffen, die uns rüberbringt. Das sollten wir. Wenn die uns nicht wieder irgendwo hinführt, sondern lieber mal dahin, wohin wir müssen. Das wird nicht gut enden. Hui. Und da oben wieder rein. Wir zeigen, was da passiert, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.